Danke. Ja, hi. Wow, es ist neblig. Aber auch sehr schön. Ich freue mich sehr, heute den Abend eröffnen zu dürfen. Mit einem Recht ist es sehr neblig. Also, ich fühle mich, als wäre ich so in der Kurve im Stadion, so unmittelbar bei den Ultras und ich muss mich so vermummen irgendwie. Aber nee, schön. Ich freue mich, den Abend eröffnen zu dürfen mit einem recht aktuellen Text. Und zwar bin ich vor ungefähr einem halben Jahr umgezogen. Ich habe vorher in einer WG gewohnt mit meinen Eltern. 23 Jahre lang und ich bin jetzt ausgezogen. Und das ist für mich ein ja, sehr bewegter Lebensabschnitt. Vielen Dank. Und ja, viel Rauch um nichts. Und darüber habe ich einen Text geschrieben und er trägt den Titel Ausziehen. Am Titel arbeite ich noch, aber ja. Ich habe ein bisschen Angst. Also. Perfekt. Wie heißen diese Dinger, die man so hochhalten kann, die so brennen? So Leuchtraketen oder so? So für Leuchttürme oder sowas? Damit. Wie? Bengal? Ja, kann sein. Okay, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Okay. Als Kind hatte ich stets Angst vor dem nächsten großen Schritt, dass mir das Leben sonst entwischt, während ich im Kinderzimmer sitze. Mit hochgezogenen Augenbrauen, tonnenweise Zuversicht, hoffnungsvoll hinausblickt, doch die Welt hört meine Rufe nicht. Alles ist so laut, so weit weg. Als ich 13 Jahre alt war, zog mein Bruder von zu Hause aus. Sein erster großer Schritt. Mein Kinderzimmer wurde von einem auf den anderen Tag verdoppelt. Und auf ihn wartete die große, weite Welt Münster. Wenn man fast 18 Jahre lang Essen gewohnt war, ist jede andere Stadt eine willkommene Abwechslung. Nicht, dass Essen keine tolle Stadt ist. Wir hatten bis vor kurzem die älteste Aldi-Filiale Deutschlands. Das war es auch schon. Dass mein Bruder auszog, empfand ich einerseits als großes Glück, konnte mich das so mit seinem League of Legends-Spiel nicht mehr um den Schlaf bringen. Andererseits verlor ich aber meinen Wrestling-Partner, meine persönliche H&M-Filiale und meinen Fußball-Buddy, der mich als einziger verstand, wenn ich heulend auf dem Sofa lag, weil mein geliebter FSV Mainz 05 in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Euroleague in der Saison 2011-12 am rumänischen Fußballverein Gas Methan Media scheiterte. Ich habe mich so oft mit meinem Bruder gestritten, weil er viel zu viel Glück bei Monopoly hatte, ihn so oft angeschrien, weil er abends zu laut war, so oft geweint, weil er bei anderen Kindern beliebter war als ich, so oft Angst gab, wenn er nach einer Party erst mitten in der Nacht heimkam. Zu Hause war nicht mehr der gleiche Ort, als er ging. Es war derselbe Ort, aber nicht mehr der gleiche. Diesen Satz widme ich allen DeutschlehrerInnen. Als mein Bruder auszog, war er 18 Jahre alt. Ich blieb zu Hause und wurde zum Nesthäkchen. Eines dieser wunderbaren Worte, bei dem man nur die ersten und letzten beiden Buchstaben entfernen muss, um ein solch unaussprechbares Konstrukt wie Steck zu erhalten. Apropos, es gibt hier diesen Ausdruck Hotelmama. Hotelmama, ich finde diese Bezeichnung unpassend. Hotels kann man hinterher bewerten. Das wird bei Eltern schwierig. Verpflegung und Essen, sehr gut. Sauberkeit und Freundlichkeit. Gegeben. Leider kein Mehrblick, ich vergebe einen von 5 Sternen. Der nächste große Schritt. Es war immer der nächste große Schritt. Vor der Einschulung pure Angst. Wer soll bitte diese unermesslich große Tüte halten? Jedes Schuljahr aufs Neue war ich davon überzeugt, dass es zu anspruchsvoll für mich sein wird. Die dritte Klasse zu erreichen? Unmöglich. Als ich die dritte Klasse erreichte, musste ich mit meinen kleinen Augen weit nach oben blicken, um die großen von der vierten sehen zu können. Die Zukunft war immer so weit weg. Der Gedanke an eine weiterführende Schule war bei mir weniger vorhanden als Rückgrat bei Manuela Schwesig. Und doch, wenn ihr Manuela Schwesig nicht kennt, stellt euch einfach vor, das war ein richtig guter Witz. Und doch hatte ich Klasse für Klasse geschafft. Ich war zu mir selbst, wie das Kind in der Schule, das gesagt hat, die Klassenarbeit oder Klausur sei ganz, ganz schlecht gelaufen, wirklich ein absoluter Reinfall, überhaupt keine Ahnung, was da zu schreiben war und am Ende 1-. Und gleichzeitig war ich aber auch das Kind, das dann genervt sagte, siehst du, haben wir doch alle gesagt.
Ich hätte nie gedacht, das Abitur zu schaffen. Als ich 14 Jahre alt war, ich hätte nie gedacht, glücklich in meinem Jurastudium zu werden, als ich ein Abitur geschafft habe. Ich hätte nie gedacht, mein Studium erfolgreich zu bestehen, als ich in den Semesterferien zwischen dem dritten und vierten Semester für das Kulturamt der Stadt Bottrop Ticketkontrolleur bei einer Pulp-Fiction-Inszenierung einer avantgardistischen Theatergruppe war und die Tickets falsch entwertete. Wie kann man ein Ticket falsch entwerten? Ich hätte nie gedacht, jemals einen Menschen zu küssen, bei einem Menschen zu übernachten. Und im Leben habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal ernsthaft sagen würde, nee, also zum Ablöschen benutze ich lieber Weißweinessig. Ich habe immer gesagt, dass mir Bier nicht schmeckt. Und zwar nicht, weil ich den Geschmack noch nicht verstanden habe, sondern weil es mir nicht schmeckt, verdammt, es schmeckt mir. Ich glaube, ich kann mit 16 bereits artikulieren, ob etwas schmeckt oder nicht. Nehmt mich doch einmal bitte ernst, lieber Erwachsene. Ich hätte nie gedacht, dass mir Bier schmeckt. Als Kind hatte ich stets Angst vor dem nächsten großen Schritt, dass mir das Leben sonst entwischt, während ich im Kinderzimmer sitze. Mit hochgezogenen Augenbrauen, tonnenweise Zuversicht, hoffnungsvoll hinausblickt, doch die Welt hört meine Rufe nicht. Alles ist so schwierig zu beschreiben. Wenn ich von zu Hause ausziehe, bin ich 23 Jahre alt. Ich habe Angst, meine Eltern alleine lassen zu müssen. Erst der Ältere, jetzt der Jüngere. Aber ich musste verstehen, dass ich nicht weg bin. Nur woanders. Ich habe Angst vor der ersten Nacht in meiner ersten eigenen Wohnung. Ein Raum ist nicht von Anfang an eine Wohnung. Bucht mich für Kalendersprüche. Für meinen Umzug musste ich mich um so komische Dinge kümmern. Ich habe eine Hausratsversicherung über Check24 abgeschlossen. Ich habe Angst vor diesem Satz. Ich habe eine Hausratsversicherung über Check24 abgeschlossen. Ich glaube, wenn man das nachts dreimal vor dem Spiegel sagt, erscheint Frank Thelen und bietet dir an, in irgendeine neue App zu investieren, mit der du ferngesteuert die Klospülung betätigen kannst, falls du mitten im Urlaub auf Ibiza plötzlich unsicher bist, ob du deine Scheiße auch wirklich weggespült hast. Warum denn eine Hausratsversicherung? Ich habe doch nicht mal Hausrat. Was sollen mir die Leute stehlen? Leere Pizzakartons? Staub? Meine lebensgroße Harry Styles-Figur? Dass ich mich überhaupt getraut habe, auf Check24 zu gehen, war für mich schon eine Überwindung. Neben der Manson-Family und der Kelly-Family gehört die Check24-Familie für mich zu den größten Horrorfamilien der modernen Zeit. Das Komplizierteste waren aber nicht die ganzen bürokratischen Dinge. Wohnungssuche, Strom, Gas, Internet, Fernsehen, Ummelden, GEZ, Kaution, Adressänderungsmitteilungen. Wie deutsch kann ein Wort sein? Ich habe so viele Dinge schlicht vergessen. Stühle braucht man ja auch. Ich will nicht an alles denken müssen, aber die allerschwierigste und herausforderndste Frage, die meisten werden es von eigenen Umzügen kennen. Was wird das Motto für meine Kostümeinweihungsparty? Letztlich ging ich als Thomas die Lokomotive. Denn das Thema ist ja ein Zug. Dieser Witz hat wirklich keinen Zwischenapplaus verdient. Als Erwachsener habe ich oft Angst vor dem nächsten großen Schritt, dass mir das Leben sonst entwischt, während ich mit Mitte, Ende 50 unter Altbaudecken sitze. Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen. Nur wenige erinnern sich daran. Das habe ich im Kleinen Prinzen gelesen. Mit der ersten eigenen Wohnung fängt das Leben als Erwachsener erst richtig an. Vielen Dank. Benjamin Pojak.